Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Lukas Weigersdorfer, ich bin Diplom-Verwaltungswirt und mit dem heutigen Video möchte ich euch wieder die Entscheidung erleichtern, ob ihr euch für den Arbeitgeberstaat entscheiden sollt oder nicht. Denn ich werde euch heute zunächst meinen Beruf vorstellen, dann werde ich auch aber einige Jobs von ehemaligen Studienkollegen von mir vorstellen und werde euch allgemein zeigen, was in etwa nach dem Studium auf euch zukommt. Ich werde euch dazu verschiedene Bereiche von Behörden vorstellen, in denen ihr später tätig werden könnt. Und so sollt ihr zusammen mit dem, was ich euch über meinen Job erzähle, ein Bild von dem bekommen, also ein ganzes Bild von dem bekommen, was später für ein beruflicher Alltag auf euch zukommen wird, wenn ihr euch für ein duales Studium oder eine Ausbildung in der öffentlichen Verwaltung entscheidet. Denn die Frage, wie der berufliche Alltag danach aussieht, ist ja eine total wichtige Frage, meiner Ansicht nach. Man sollte sich, bevor man mit dem Studium beginnt, mit der Ausbildung beginnt oder sich überhaupt für eine Richtung informiert, sollte man sich erstmal anschauen, was denn danach für ein Alltag auf mich zukommt, was diese Menschen danach jeden Tag in ihrer Arbeit machen und sich in einem Praktikum das Ganze anschauen und dann für sich entscheiden, ob das etwas für seine Zukunft ist oder nicht. Denn auch wenn ihr dann in der Ausbildung oder im Studium es manchmal schwer haben werdet, dann könnt ihr sagen, okay, diese zwei, drei Jahre Ausbildung oder Studium sind für mich jetzt schon hart, aber ich weiß, dass was danach kommt, der Beruf, der danach kommt, der interessiert mich und ich werde das dann gerne tun. Dann wird es auch viel leichter sein, sich durch so ein Studium oder eine Ausbildung durchzubeißen, weil man weiß, wofür man es tut. Also das ist eine total wichtige Frage und auch mit dem heutigen Video möchte ich euch einfach den beruflichen Alltag in der öffentlichen Verwaltung vorstellen. Ich werde da natürlich auch meine eigene Meinung mit reinbringen und werde das Ganze nur aus meiner Sichtweise darstellen können, das ist klar. Es wird vielleicht andere Kollegen geben, die würden manche Dinge anders sehen, aber das wisst ihr ja, das hier ist mein Kanal, mein Video. Es ist ja auch immer meine Meinung, die dabei ist. Ich möchte aber trotzdem euch versuchen, mit diesem Video zu helfen und ganz einfach einen möglichst objektiven Eindruck von dem zu verschaffen, was euch nach der Ausbildung oder nach dem Studium erwartet und wo ihr überall eingesetzt werden könnt, damit ihr seht, was danach, nach so einer Ausbildung, nach so einem Studium auf euch zukommt. Ja, kommen wir zunächst zu meiner Person. Ich bin ja letztes Jahr mit dem Studium fertig geworden und bin seitdem Gruppenleiter, also Sachgebietsleiter an einem Verwaltungsgericht in Bayern. Ich bin also Gruppenleiter einer Geschäftsstelle. Eine Geschäftsstelle ist eine Einheit eines Gerichts, die zum einen dazu dient, den Richtern zuzuarbeiten, also Schreiben für die Richter auszufertigen, auch Entscheidungen, also Urteile und Beschlüsse, die die Richter entscheiden, dann auszufertigen und zu schreiben. Zum anderen dient eine Geschäftsstelle aber auch als Anlaufstelle für Externe und für Verfahrensbeteiligte, also Kläger und Beklagte, die sich an den Richter, an das Gericht wenden möchten. Als Gruppenleiter hat man jetzt also die Personalverantwortung über diese Geschäftsstelle. Man ist beispielsweise dafür zuständig, die Urlaubsplanung vorzunehmen und zu koordinieren und man ist für die Einteilung des Protokolldienstes verantwortlich. Man hat aber als Gruppenleiter noch einige weitere Aufgaben. Da wäre zum einen die Besetzung der Rechtsantragstelle, also eine Stelle des Gerichts, an die sich Bürger wenden können, wenn sie sich von einer Behörde falsch behandelt fühlen und wenn sie der Ansicht sind, dass eine Entscheidung, die eine Behörde ihnen gegenüber erlassen hat, fehlerhaft ist und rechtswidrig ist. Die Rechtsantragstelle wird also von Bürgern aufgesucht, die mit Entscheidungen von Behörden nicht einverstanden sind und nun gegen solche Entscheidungen vorgehen möchten. Als Gruppenleiter werden beispielsweise auch schwierige Auskünfte weitergeleitet, also Auskünfte von Externen, die sich an das Gericht wenden und wo erstmal keiner weiß, ob man dafür überhaupt zuständig ist, was derjenige genau will und ob ihm diese Informationen zustehen. Darüber hinaus erteilt man Rechtskraftzeugnisse und bereitet Vollstreckungsverfahren vor. Ihr seht also, dass die Tätigkeit als Gruppenleiter eine sehr vielseitige Tätigkeit ist, aber das ist natürlich nur ein Beispiel von ganz vielen Jobs, die in der öffentlichen Verwaltung auf euch warten. Im Allgemeinen werdet ihr jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit nach dem Studium erst einmal als Sachbearbeiter in einer Behörde tätig. Von diesem Begriff Sachbearbeiter dürft ihr euch aber nicht abschrecken lassen, denn ihr habt als Sachbearbeiter auch immer sehr viel Kontakt mit Bürgern, mit anderen Behörden und mit anderen Menschen. Wenn man den Begriff Sachbearbeiter hört, dann denkt man ja zuerst an jemanden, der in seinem verstaubten Büro sitzt, umgeben von Akten und da den ganzen Tag
vor sich hin arbeitet, Akten liest und irgendetwas in den Computer eintippt. Das hat aber mit dem heutigen Arbeitsalltag in der öffentlichen Verwaltung nichts mehr zu tun. Die öffentliche Verwaltung ist heutzutage bürgerorientiert. Gerade in Sachgebieten, wo ihr wirklich am Bürger dran seid, auch in kleineren Gemeinden und an Landratsämtern, versteht ihr euch eigentlich mehr als ein Berater, der die Menschen in ihrer jeweiligen Situation berät und ihre Anträge prüft. Das heißt, die Menschen wenden sich mit ihren Fragen, mit ihren Problemen an dich, an sie, an die Behörde und ihr seid dann derjenige, der weiß, was es für einen Antrag braucht, worauf derjenige achten muss und sie helfen ihm dabei, sein Ziel zu erreichen. Als sich eben der Bürger auch an das Gesetz halten muss und bei seinem Vorhaben bestimmte gesetzliche Vorschriften beachten muss und ihr seid jetzt der Rechtsexperte an der Behörde, der weiß, worauf der Bürger achten muss. Ihr prüft also seinen Antrag und entscheidet dann darüber in Form eines Bescheides. Ein einfaches und gut verständliches Beispiel dafür ist die Bauverwaltung. Ein Mensch möchte auf einem Grundstück, das ihm gehört, ein Haus bauen, ein Einfamilienhaus bauen und dafür benötigt er eine Genehmigung. Ein einfaches Beispiel dafür ist die Bauverwaltung. Das heißt, in der Bauverwaltung genehmigt ihr Bauanträge. Ein Mensch möchte auf einem Grundstück, das ihm gehört, jetzt ein Einfamilienhaus bauen und braucht dafür bei der Gemeinde zunächst eine Genehmigung und diese Gemeinde leitet ihr Einvernehmen dann weiter an das Landratsamt und das Landratsamt genehmigt diesen Bauantrag. Ihr als Sachbearbeiter in dem Landratsamt, in der Bauverwaltung, seid dann zum einen gleich der direkte Ansprechpartner, wenn sich derjenige über den Bauantrag informiert, wenn sich derjenige Bürger informiert, was für Vorschriften da es gibt, dann nehmt ihr schon einmal eine beratende Funktion ein. Es ist dann auch häufig so, dass diese Menschen persönlich zur Beratung in euer Büro kommen und sich von euch das Wichtigste zeigen lassen, was es da zu beachten gilt. Das heißt, ihr habt im ersten Punkt da schon einmal eine beratende Funktion und dann später auch die entscheidende Funktion, wenn es darum geht, über seinen Antrag zu entscheiden und darüber zu entscheiden, ob dieses Vorhaben verwirklicht wird oder nicht. Ja, gerade wenn du das Studium in der öffentlichen Verwaltung gemacht hast, ist dein Ziel die mittlere Management-Ebene in einer Behörde, also in der Regel der Posten eines Sachgebietsleiters. Der Plan ist also, dass du nach dem Studium einige Jahre zunächst als Sachbearbeiter in einem bestimmten Sachgebiet tätig bist und dann nach einigen Jahren, das kommt natürlich ganz darauf an, wie viele Leute schon vor dir in dem Sachgebiet sind, die sich für diese Stelle als Sachgebietsleiter interessieren und es kommt auch darauf an, wie du dich selbst machst, welche Fortschritte du machst, aber der Plan ist, dass du dann irgendwann Sachgebietsleiter wirst, dann ein Team unter dir hast, die Personalverantwortung über diese Menschen hast und somit in dieser Behörde eine leitende Funktion hast. Ganz allgemein kann man aber sagen, dass es ganz vom Dienstherrn abhängt, wie nah ihr am Bürger dran seid. Wenn ihr bei einer kleinen Gemeinde beschäftigt seid, dann seid ihr natürlich immer die erste Anlaufstelle für Gemeindebürger, wenn sie irgendwelche Fragen an die Gemeinde haben. Wenn ihr an einem Landratsamt seid, dann kommt es schon wieder darauf an, in welchem Sachgebiet ihr da tätig seid. Ob ihr in der Kommunalaufsicht tätig seid und sozusagen zwischen Behörden fungiert und mit anderen Behörden Korrespondenz führt oder ob ihr im Gewerberecht, im Baurecht zum Beispiel, wie gerade erläutert, seid und dort direkt am Bürger seid und dort direkt Kontakt mit dem Bürger habt. Das kommt also ganz darauf an, welchen Dienstherrn ihr habt und in welchem konkreten Sachgebiet ihr dann tätig seid. Auch wenn du später beispielsweise bei einer Bezirksregierung tätig wirst, dann wirst du es eher mit anderen Behörden zu tun haben, also weniger mit konkreten Bürgern, sondern mehr mit anderen Behörden. Du vermittelst dann sozusagen als Zwischenbehörde zwischen dem Ministerium und zwischen den Landratsämtern bzw. den Gemeinden. Ja, schauen wir uns doch noch einige Sachgebiete an, die später für dich vielleicht in Frage kommen. Da haben wir zum einen den ganzen Bereich öffentliches Sicherheitsrecht. Jemand hält beispielsweise in eurer Gemeinde, in eurem Landkreis ein gefährliches Tier, eine große Schlange zum Beispiel, und ihr werdet jetzt durch einen Nachbarn beispielsweise darauf aufmerksam gemacht, dass derjenige ohne eine solche Erlaubnis ein Tier hält und müsst diesen Fall jetzt prüfen, ob derjenige für dieses Tier überhaupt eine Erlaubnis bekommt. Und dann durch einen Bescheid entscheiden, ob er dieses Tier behalten darf oder nicht. Im Bereich Kommunalaufsicht kommt es immer wieder vor, dass ihr als Landratsamt einen Gemeinderatsbeschluss überprüft. Das heißt, ihr seid dann am Landratsamt der Ansprechpartner für Bürgermeister, für Gemeinderatsmitglieder, für andere Mitarbeiter an einer Gemeinde und beantwortet Fragen, was diese Gemeinde angeht und seid sozusagen der Rechtsexperte. Im Gewerberecht prüft ihr die Anträge für ein erlaubnispflichtiges Gewerbe. Das heißt, wenn jemand beispielsweise ein Bewachungsgewerbe eröffnen möchte, also eine Bewachung von Gegenständen oder anderen Personen, einen Sicherheitsdienst, wie man auch sagt, dann benötigt er für ein solches Gewerbe eine Erlaubnis. Dafür wird eine Zuverlässigkeitsprüfung gemacht. Die macht ihr dann als Sachbearbeiter im Sachgebiet Gewerberecht
und entscheide dann, ob derjenige die nötige Zuverlässigkeit hat und dieses Gewerbe eröffnen darf oder nicht. Und entscheidet dann mit einem Bescheid eben darüber, wie es mit seinem Unternehmen weitergeht und ob er überhaupt dieses Unternehmen starten darf. Zu euren späteren Einsatzgebieten kann auch das Sozialamt zählen, wo ihr bedürftigen Bürgern helft sozusagen und prüft, welche staatlichen Sozialleistungen dieser Mensch bekommen soll. Der Kern ist bei dem Ganzen immer die Arbeit mit dem Gesetz. Der Umgang mit anderen Menschen, Teamfähigkeit in einem Sachgebiet, sich mit anderen Menschen zusammenfinden können, mit anderen Menschen umgehen zu können, auch für den Bürger einen adäquaten Ansprechpartner darstellen zu können, der sich zum einen rechtlich gut auskennt, aber auch andererseits respektvoll und höflich mit dem Menschen umgeht und ihm hilft. Ihr solltet euch bewusst sein, dass ihr dabei sehr viel Verantwortung habt. Zu beachten ist natürlich auch, dass es in aller Regel ein Bürojob ist, ein Schreibtischjob, bei dem ihr also sehr viel im Büro tätig seid. Ja, Fazit zu dem Ganzen. Euch erwartet also, sage ich jetzt mal, ein vielseitiger Bürojob, der sich auch alle paar Jahre ändern kann. Denn wenn ihr nach einigen Jahren sagt, hey, das Sachgebiet hat mir jetzt zwar gefallen, aber ich möchte mich mal beruflich umorientieren, ich möchte jetzt nicht mehr im Baurecht tätig sein, sondern beispielsweise im Gewerberecht, dann könnt ihr Ausschau halten nach freien Stellen bei anderen Behörden, euch dorthin bewerben, euch dorthin versetzen lassen und dann sozusagen alle paar Jahre einen neuen Job in Anführungszeichen wahrnehmen könnt und alle paar Jahre die Behörde wechseln könnt, neue Leute kennenlernen könnt und immer wieder euch beruflich neu, ja, sage ich jetzt mal, orientieren könnt. Und somit bleibt ihr euer ganzes Berufsleben lang flexibel und müsst nicht das ganze Leben immer dasselbe machen. Das passiert euch in diesem Job ganz bestimmt nicht. Ja, gerade wenn ihr das Studium gemacht habt, dann bieten sich euch auch sehr attraktive Aufstiegsmöglichkeiten in der Behörde. Wie gesagt, ihr seid dann dafür gedacht, dass ihr irgendwann mal im mittleren Management tätig seid, auf Sachgebietsleiterebene tätig werdet. Das ist da euer Ziel und dementsprechend bietet euch da die öffentliche Verwaltung auch interessante Aufstiegs- und Karrieremöglichkeiten. Ja, wenn du dir jetzt die Frage stellst, ist das etwas für mich? Ist die öffentliche Verwaltung der richtige Arbeitgeber für mich? Dann kannst du auf meiner Website, sage ich jetzt mal, den Beamtencheck machen und herausfinden, ob du die nötigen Eigenschaften mitbringst, ob du der richtige Typ für eine solche Tätigkeit in der öffentlichen Verwaltung bist. Du findest dazu gleich in der Videobeschreibung einen Link zu einem Blogartikel auf meiner Website. Den kannst du dir durchlesen und gleich ganz am Anfang steht diese Liste an Stichpunkten, die du für dich durchgehen solltest und dann entscheiden solltest, ob das etwas für dich ist oder eher nicht. Ja, abschließend hoffe ich natürlich, dass ich euch mit diesem Video etwas bei eurer Berufswahl weiterhelfen konnte und euch den öffentlichen Dienst als Arbeitgeber ein bisschen vorstellen konnte. Und ich hoffe natürlich, dass ihr jetzt wisst, was nach einem solchen Studium, nach einer solchen Ausbildung auf euch zukommt. Ich habe das Ganze ja in der allgemeinen inneren Verwaltung gemacht, das heißt in der Finanzverwaltung, in der Sozialverwaltung schaut das dann etwas anders aus. Aber ihr solltet wissen, dass das, was ich euch hier jetzt erzählt habe, diesen beruflichen Werdegang, diese Perspektiven, die bieten euch so auch andere Bereiche, andere Behördenzüge. Das müsste euch ganz klar sein. Das heißt, das, was ich hier gesagt habe, ist jetzt nicht universal anwendbar auf alles, aber ihr wisst jetzt in etwa, was in der öffentlichen Verwaltung auf euch zukommt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ihm eine positive Bewertung da lasst. Ihr könnt mir gerne einen Daumen nach oben da lassen oder einen Kommentar schreiben. Wenn ihr weitergehende Anregungen, Fragen habt oder Wünsche, was ihr euch für Videos wünscht, was für Fragen ich mal beantworten sollte und so weiter. Abschließend stelle ich euch jetzt noch zwei interessante Videos vor. Zum einen geht es hier oben um die Ausbildung im Finanzamt. Wenn ihr euch dafür interessiert, jemand, der in der Finanzverwaltung tätig werden möchte, der sollte sich hier einmal diesen ersten Teil meiner zweiteiligen Videoserie über die Ausbildung im Finanzamt anschauen. Und wenn ihr noch mehr über das Studium in der öffentlichen Verwaltung lernen wollt, dann findet ihr hier oben ein sehr interessantes Video darüber, was man in diesem Studium eigentlich lernt. Ich verabschiede mich für heute, wünsche euch noch viel Spaß mit diesen beiden Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns auf meiner Website. Ciao.